Willkommen zurück zu einer neuen düsteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Freut mich, dass du da draußen wieder düster mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte finstere Video hier in den Schattenlanden bewertet haben. Hier drüben geht es definitiv nicht weiter. Deswegen schwimmen wir jetzt erstmal hier lang. Und wenn ihr da draußen mich ein klein wenig unterstützen wollt, nehmt euch die Sekunde. Lasst eine Bewertung da, ein wenig Support tut immer gut. Großes Dankeschön an all meine Supporter. Und ja, schauen wir erstmal, was wir hier schon wieder alles tun müssen. Zwei Spinnen, nicht euer Ernst. Auch wirklich zwei Spinnen, die natürlich total frisch in der Hose sind, voll geheilt sind und mir voll auf die Nerven gehen müssen. Ihr arbeitet im Team, ha? Ihr arbeitet gemeinsam im verdammten Team. Ja, einer vorne, einer hinten. Ghetto-Style, man kennt das. Und jetzt gib ihr, gib ihr, gib ihr, gib ihr. Gib ihr. Okay, daneben. Ging daneben. Stinkendes Mistvieh. Ich check mal wieder gar nichts. Ich bin irgendwie mittendrin. Und rödel drauf, was die Scheiße hergibt. Komm schon, eine muss jetzt mal sterben. Ah, nicht gut. Ach, gehen wir drauf. Und hier nochmal geslowt und zerstückelt. Wow, war gar nicht so schlimm. Ich meine, wir haben wenig Leben verloren. Dafür, dass es zwei Spinnen waren. Die Bäume. Ich spüre die Macht hier überall. Die Bäume sind sehr, sehr mächtig. Viertens, spirituelle Verbindung. Es bestand eine spezielle Verbindung zwischen den Wookies und ihrem Wookie-Wald. Warte, hier drüben. Nein, nur irgendein Grafikfehler, wie es scheint. Wie so oft hier in dem Spiel. Okay, jetzt bin ich hier oben. Da sollen wir Tafel treffen. Wie jetzt genau hier? Aber hier ist niemand. Das Einzige, was wir können, ist entweder weiter nach oben oder noch ganz schnell hier drüben hin. Kleiner? Ich glaube, der wollte so ein Ding hier scannen. Weg damit. Und drauf. Und das schlägt natürlich mal wieder wild um sich in alle Richtungen. So, Problem gelöst. Echo wahrnehmen. Und. Ist das? Da ist er! Rettung. Tafel. Die fliehenden Partisanen wurden schließlich von Wookiee-Häuptling Tafol vor den imperialen Streitkräften gerettet. Okay, dann wissen wir schon mal, er war hier und hat ihnen wohl das Leben gerettet. Moment. Hier drüben waren wir. Ah, jetzt geht's. Einen kleinen Scan. Eine Lungenpflanze. Fühlt sich die Lungenpflanze bedroht, füllt sie ihre Körperhöhlen mit Luft, um größer zu wirken. Versucht ein Slick dennoch, ihre Blätter zu fressen, lässt sie die aufgenommene Luft schlagartig ab, um ihn zurückzuwerfen. Ja, super intelligente Pflanzen. Was will man mehr? Was will man mehr? Okay, wir müssen also hier nach oben. Moment. Hier drüben hin? Okay, das ist nicht der Ort, wo wir hin müssen. Ah, hier. Warte. Jetzt habe ich es gesehen. Und hier sind Leute. Ich wette, das ist Tarful. Schön, dass du da bist. Das ist Häuptling Tarful. Ich habe eine Mission von Meister Cordova.
Er hat nach einem Sepho-Artefakt gesucht. Es könnte die Jedi-Ritter retten. Cordova fand Weisheit im Wipfel des Ursprungsbaums. Suche dort nach Antworten. Er ist riesig. Wo soll ich überhaupt anfangen? Vielleicht findest du über die Wurzeln einen Weg nach oben. Aber die sind unter Wasser. Nimm das Atemgerät. Aha. Danke. Was werdet ihr jetzt tun? Das Einzige, was wir können. Weiterkämpfen. Viel Glück. Vielleicht bis bald. Okay, jetzt können wir tauchen. Ich verstehe. Was war da zwischen dir und Saw? Eine Meinungsverschiedenheit. Er glaubt, der Krieg hier sei verloren. Und du? Ich lasse die Wookies nicht alleine leiden. Und wenn Saw recht hat? Wenn Kashyyyk verloren ist? Das Imperium setzt auf Angst und Gleichgültigkeit. Wir sind eine Herausforderung für seine Existenz. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Und er ist jedes Opfer wert. Völlig egal, wie er ausgeht. Wie wurdest du zur Kämpferin? Ich war Topografin. Und bin auf abgelegene Planeten gereist, um dort die Natur zu erfassen. Klingt aufregend. Es war mein Traumjob. Dann wurde die Republik zum Imperium. Die Armen wurden Zwangsarbeiter. Ich konnte das nicht mit ansehen, also trat ich dem Widerstand bei. Solche Leute müsste es mehr geben. Wir kämpfen weiter. Na dann, viel Vergnügen, viel Spaß. Wir müssen also nach unten, anscheinend, um nach oben zu kommen. Gib mir mal die Karte. Wo genau müsste ich denn hin? Okay, hier können wir anscheinend durchtauchen. Es gab also die ganze Zeit irgend so ein Atemgerät. Ah, ich verstehe. Und wie lange hält das? Ich sehe keine Anzeige. Wahrscheinlich ewig. Moment. Oh, du hast was gefunden. Wie kann der was gefunden haben, wenn BD-1 auf meinem Rücken die ganze Zeit war? Was? Moment. Er kann was scannen. Wo? Wie? Hier drüben. Warte, nein, ich will scannen. Scannen wir? Wir scannen. Irgendwas hängt hier in den Wurzeln drin. Der Tiefflugangriffstransporter, auch bekannt als republikanisches Kanonenboot, war ein Truppentransporter, den die Große Armee der Republik während der Klonkriege und in den ersten Jahren des Imperiums einsetzte. Das wendige und kampfstarke Schiff ermöglichte die rasche, vom Gelände und den klimatischen Bedingungen weitgehend unabhängigen Absetzung und Evakuierung von Truppen im Kampfgebiet. Ah ja. Ich würde ganz gern hier durch. Dankeschön. Also wenn hier unten auch noch irgendwelche Truhen sind, dann viel Spaß. Viel Spaß, die alle zu finden. Wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Davon ist auszugehen. Okay, nach oben. Ah ja. Ihr habt also mal wieder Spaß, Jungs. Moment. Was ist, wenn ich... Ich will was probieren. Ich will in die andere Richtung gehen. Und... Da wären wir. Hat sich gelohnt. Das wäre doch ein weiteres Stimpack, oder? Du bist mein Retter. Weißt du das? Siehst gut aus, Kumpel. Okay, jetzt haben wir 5 Heilkartuschen. Und rein damit. Er freut sich, der Kleine. Schön, dass du da bist, BD. Stimbehälter. Stimulanzien, die tun gut. Stimulanzien, die machen Mut. Okay, kriegen wir da gerade Schaden? Was zur Hölle? Was zum... Okay. Wir machen hier Saltos, fliegen durch die Gegend. Stimm zu mir, BD. Dankeschön, BD-1. Ihr habt gewonnen, ha? War mir klar. Die Dinger sind krank.
Ey, die treffen dich aber auch immer. Die Natur hier ist King. Okay, du widerliche Schnecke. Nicht mal Tafun konnte sie ewig fernhalten. Sie werden erst aufhören, wenn alle ausgelöscht sind. Wir können hier runter. Können wir auch irgendwo hoch? Was haben wir denn hier? Eine Pflanze? Eine von diesen komischen Killerblüten? Eine Saba. Kann sich strecken, um Beute in ihrer unmittelbaren Umgebung zu erreichen. Resistent gegen Verletzungen, auch durch Lichtschwerter. Die Saba ist eine schlangenähnliche Pflanze, die vor allem in den Schattenlanden auf Kashyyyk heimisch ist. Als parasitäres Wesen ist sie in der Lage, ihren Körper langsam zu strecken, um Beute in ihrer unmittelbaren Umgebung zu erreichen. Ihre Haut ist absolut verletzungsresistent. Berührt sie ihre Beute, benutzt sie diese als Wirt, dem sie über Monate oder Jahre Nährstoffe entzieht. Saba strecken sich zwar nur langsam, zieht sich beim ersten Zeichen von Gefahr allerdings blitzschnell zurück. Nervig. Einfach nur nervig. Okay, mit dem Atemgerät in den nächsten Tümpel des Todes. Ein kleiner Durchgang für einen kleinen Jedi. Oh nein, nein, da sind die wieder. Okay, wir müssen uns beeilen, denn ich wette, wenn die uns einmal berühren, fallen wir hier runter. Würd's dem Spiel eiskalt zutrauen. Igitt. Und ran mit uns. Wohin? Bei den Dingern kriege ich Gänsehaut. Oh nein, 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 muss ich hier rum? Lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Okay, hätte ich einfach... Ich hab B gedrückt, damit wir... droppen. Ich mach's nochmal. Okay, jetzt ging's. Ich war wahrscheinlich zu eng an dieser Wurzel da unten. Okay, wir müssen hier drüben hin. Und zwar schnell. Ach, komm. Ach, komm. Was ist das hier oben? Ist das nur Licht oder ist da irgendwas? Nee, das scheint nur Licht zu sein. Ach, warum hält es sich denn nicht fest? Gibt's doch nicht. Okay, diesmal gehe ich so weit ich kann an den Rand und springe dann. Danke. Danke, mein Freund. Alles klar. Also, heute läuft's. Und wir nach oben springen, ohne uns umzubringen. Warum greift er nicht? Oh, also kein Springen. Einfach kein Springen. Einfach, nur klettern. Nur klettern. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich werde ihn ausschalten. Ich habe verstanden. What the? Ich habe nicht gesehen, dass da ein Raketendude ist. Mist, ich mach die Rolle und... Ich hätte nie gedacht, dass ich als Letzte übrig bleibe. Halt die Schnauze! Macht man hier eiskalt die Rolle und er trifft nochmal hier. Okay, hier drüben ist eine Truhe. Was gibt's hier unten? Wahrscheinlich nichts. Aber jetzt muss ich natürlich immer tauchen, weil ich immer denke, hey, irgendwas versäumt man, wenn man nicht beim Tauchen unterwegs ist. Ich wusste, dass du da reinspringst. Oh, du hast was gefunden. Okay, warte mal. Ich sehe doch was hier hinten. Zwar nicht beim Tauchen, aber...
Hier ist irgendein Vieh. Und da, wo Viecher sind, sind doch eigentlich auch immer Belohnungen. Na also. Ich empfange die Position des Wookiee-Generals. Vorrücken. Imperialer Kundschafter. Ein Trupp, der den Partisanen und Wookies auf der Spur ist. Er ist wegen Tarful hier. Das Imperium. Gib mir dies. Oh nein, die geiern ja schon. Können wir hier hoch? Gott sei Dank. Dann irgendwo hier wahrscheinlich wieder hin. Und das ist alles ein Baum. Verdammt, ist der Baum riesig. Oh, du hast was gefunden. Ja, aber er geht gar nicht mehr rein. Neuer Sender erhalten. Ich dachte schon, hier würde es jetzt noch irgendwie nach oben gehen und man hätte noch einen geheimen Weg, aber anscheinend nicht. So, warte mal. Was haben wir hier? Kann man hier rein? Nö. Auch wieder irgendwie alles sehr, sehr buggy. Okay, von wo bin ich gekommen? Hier geht's weiter. Dann gehen wir mal raus. Aus dem feuchten Traum. Ich brauche Hilfe. Gute Arbeit, BD. Was würden wir nur ohne den kleinen BD machen? Ich zieh das Ding. Eine Million. Wäre so hartnäckig, wenn wir nicht eingegriffen hätten? Okay, man kann das Ding gar nicht ranziehen. Ich hab die Inquisition hergeführt. Marie und Tarful bauen auf mich. Hab ich sie schon wieder gefährdet? Deine Anwesenheit gefährdet alle. Das ist einfach so. Du bist der letzte Jedi. Das Imperium macht Jagd auf dich, mein Freund. Wenn du keine Gefahr bist für andere, wer dann? Aber Kerl ist eben auch der strahlende Held. Wie Grease gesagt hat, Kerl macht wohl nie Fehler. Immer gut, immer strahlend. Okay, okay, ich muss direkt da drüben hin. Ich hab's gesehen, wo wir hin müssen. Alles klar, hier hin. Hier hin. Und da wären wir. Hier. Oh Gott, was hast denn du? Was hat der da? Ich beschäftige ihn. Ich sollte mich zurückziehen. Ah, verdammt, ich wollte ihn gerade finishen. Gib mir eine heraus. Alter, Alter. Meinst du, du überlebst das? Kämpfe weiter! Der andere da drüben muss weg. Ja, Energie! Energie? Wow! Okay, ich verstehe. Ich werde dich kriegen, Jedi. Er hat ziemlich fiese Moves. Aber wir sind fieser. Also, zeig mal her, mein schwarzer Freund. Der Elektrohammer Auslöschungsdroppler. Langsame, schwere Waffe bietet Möglichkeiten für Präventivschläge. Gelegenheit zum Gegenangriff während Erholung nach schwerem Angriff. Haben wir das nicht schon? Elektrohammer als Primärwaffe nutzen. Der Elektrohammer ist zwar langsam, erzeugt aber eine tödliche Schockwelle, die Gegner betäubt und dem Ziel schweren Schaden zufügt. Die Aufladung dauert allerdings eine Weile. Diese Truppler tragen eine schwere Rüstung, die selbst Angriffen mit Lichtschwertern standhält. Na gut. Dann müssen wir wohl hier hin. Tja, das Imperium hängt überall rum.
das? Eine Baraka-Schrottratte spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Gallmann, die neunte Schwester, rechte Traumfrau! Wow, nicht gut. Beinahe wäre ich hier runtergeslidet. Toll, ich habe mich mühselig nach oben gekämpft und jetzt rutsche ich den ganzen Weg wieder nach unten. Ich hasse mein Leben. Festhalten! Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Und natürlich diese Dinger hier wieder. Hey, dankeschön. Sehr freundlich. Wo zum Geier müssen wir hin? Ich check nicht, wo wir hin müssen. Ah, da unten, da unten, da unten. Jetzt habe ich es gesehen. Ey, das siehst du von der Perspektive irgendwie nicht. Außer du weißt es jetzt, klar. Dann siehst du es. Aber davor habe ich das nicht gecheckt, wo wir überhaupt hinrutschen sollen. Oh, no, 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 no. Funktioniert das auch alles so, wie es funktionieren soll? Alter, jetzt kommt mal wieder Action auf, auch wenn ich hier schon wieder hängen bleibe. Okay, nochmal das Ganze. Und hier drüben hin. Und rutschen. Und diesmal nicht hängen bleiben. Ich bleib wieder hängen. So. So. Hier. Ganz an den Rand. Und ich bleib schon... Ey, er rutscht nicht. Er rutscht nicht. Ich bleib ganz mittig. Die eine Seite geht nicht. Die andere Seite geht nicht. Okay, komplett mittig bleiben. Achtung, der Stock da drüben. Also, geht doch. Oh, wie lange geht denn das hier noch? Bis ich endlich stehen bleib. Aber schon verdammt cool. Hat irgendwie Style, hier durchzurutschen. Der Schuss war ganz schön unnötig. What the hell? Habt ihr es gerade gesehen? Was ist das für ein Ding? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Neunte Schwester, ich melde mich. Andererseits hört sie die Übertragungen ab. Soll sich selbst rausfinden. Tja, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Jetzt kommt die Story wieder ein bisschen in Fahrt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.